Ich habe jetzt schon zwei Videos gemacht, in denen ich Schrott-Zaubertricks auf Wish bestellt habe und diese im Video getestet habe. Das kam bei euch mega gut an und heute dachte ich, abgesehen von dem ganzen Schrott, was passiert eigentlich, wenn ich auf Wish nach Magic Tricks suche, aber den Filter auf über 100 Euro setze? Wir haben jetzt Billigschrott für 3, 4 Euro das Stück gekauft. Was passiert, wenn ich richtig teures Zeug auf Wish bestelle? Weil ja eigentlich der Sinn der Plattform Wish ist, dass ich mir da Billigzeug günstig bestellen kann. Finden wir es heraus. Ich sehe hier so beim Durchscrollen erstmal direkt super viel Taubenmagie-Zeug. Ich zauber doch nicht mit Tauben. Eine unterschriebene Münze wird zu einer Getränkedose geschmissen. Sie durchdringt die Wände der Dose und landet in der Getränkedose. Die unterschriebene Münze wird aus der Dose rausgeholt und dem Zuschauer zum Untersuchen gegeben. 400 Euro? Das kriege ich in anderen Shops für 130? Nee. Erscheinende Gitarren und schwebende Gitarren? 850 Euro. Man zaubert zwei Gitarren aus der Luft, dann spielt man die Gitarre und sie schwebt. Ich habe hier ein Video gefunden, auf dem Thumbnail sieht das genauso aus, die Gitarren wie diese hier. Vielleicht ist das ja eine Performance hier. Also so ein Koffer und aus diesem Koffer wurde... Hä? Das sah ja komisch aus, guck mal hier. Das sah nicht richtig aus und diese Gitarre sieht auch nicht echt aus. Das sehe ich doch auf der schlechten Qualität schon. Okay, er tut jetzt so, als würde er die spielen. Da ist kein Originalton dabei, nur Musik. Okay, jetzt stellt er die hin. Und zaubert noch eine Gitarre total komisch her. Hä? Habt ihr das gesehen? Was ist denn da los? Seht ihr das hier? Guck mal da. Hä? Jetzt hat er noch eine Gitarre. Ein Gurt dafür. Digga, diese Gitarre sieht so fake aus. Nee, Leute. So schön, dass auch zu mir passen würde, weil es eine Gitarre ist. Was ist das denn für ein Kack? Als ob das irgendwer magisch findet. Ganz ehrlich, das werde ich mir nicht für 800 Euro kaufen. Es tut mir leid, Freunde, aber nein. Hier steht was von Karte in Fotorahmen. Ich check diese Beschreibung nicht. Die ergibt einfach keinen Sinn. 135 Euro. Kaufen. Eine schwarze Matte, in der Mitte liegt eine Karte. Sie teilt sich auf vier Stücke auf und mit dem Schnippen meines Fingers, blub, wird's wieder zu einer Karte. Okay, kaufen. 130 Euro, meine Güte. Okay, hier ist so ein Bild mit einem Haufen Burger und man kann einfach einen Burger aus diesem Bild rauszaubern und aufessen. Stellen wir uns Burger aus China? Ja, ne? Kaufen. Hä? Plötzlich ist das hier... Hä? Das war da gerade nicht. Ich habe die Seite dreimal aktualisiert. Plötzlich sind da wieder neue Tricks. Vier Gitarren erscheinen. Aber das sind wieder diese komischen Billig-Nee. Der Zuschauer wählt irgendeine Karte. Ich öffne einen Briefumschlag und sage, ich habe eine Vorhersage gemacht. Da drin ist ein Blatt Papier mit allen 52 Karten drauf. Und ich sage, hier ist deine Karte. Haha. Dann reibe ich auf der ausgewählten Karte... Und sie verschwindet von dem Blatt Papier. Da ist jetzt ein Loch. Ich schnippe meinen Finger und die gelöschte Karte taucht jetzt auf der Rückseite vom Papier auf. Okay, 138 Euro. Kaufen. Oh, das wird mein teuerstes Video ever. Warum mache ich das nochmal genau? Ach ja, Entertainment. Verdammt. Jumbo Rising Card. 184 Euro. Wartet mal. Den kriege ich in anderen deutschen Shops günstiger. Na gut, kaufen. Reicht jetzt. Oh mein Gott, 700. Oh mein Gott. Zur Kasse. Boah. Deine Bestellung ist unterwegs. 767 Euro. Was habe ich getan? Und damit zum Sponsor des heutigen Videos. Der ist nämlich super wichtig für eure Gesundheit und verlängert euer Leben. Dazu machen wir das mal im Stehen. Und das ist auch das Stichwort. Dankeschön an FlexiSpot fürs Sponsoren des heutigen Videos. Von FlexiSpot habe ich nämlich den hier zugeschickt bekommen. Und das ist ein absoluter Gamechanger, Freunde. Wir sitzen in unserem Alltag viel zu lange und viel zu viel. Das ist für unsere Wirbelsäulen und Bandscheiben viel zu ungesund. Das verkürzt unsere Sehnen, kann langfristig zu irreparablen Schäden führen. Deswegen bin ich schon seit Jahren ein absoluter Befürworter von höhenverstellbaren Schreibtischen, sowohl für euch Schüler als auch für alle, die im Homeoffice arbeiten, einfach alle, die viel vorm PC sitzen. Ich glaube, das betrifft viele von euch. Ich habe hier in dem Fall das elektrisch verstellbare Tischgestell E7. Das kann man super einfach konfigurieren. Ich habe ein schwarzes Tischgestell genommen, eine entsprechende Tischplatte, die mir gut gefiel, in der entsprechenden Größe. Es gibt auch Curved-Modelle. Man kann super viel Zubehör noch dazu bestellen, wie Kabelkanäle, PC-Halterungen und so weiter. Die Montage habe ich mit meinen zwei linken Händen alleine hingekriegt. Das ging relativ easy. Vor allem, weil alle Teile symmetrisch sind und man nicht aufpassen muss, was macht man links, was macht man rechts hin. Über das Kontrollpanel kann man verschiedene Dinge zwischenspeichern und es hat sogar einen USB-Port, wo ihr euer Handy laden könnt. Außerdem gibt es in den nächsten drei Tagen vom 23. bis 25. Mai die FlexiSpot Brand Days. Da gibt es zahlreiche Gewinnspiele und bis zu 120 Euro Rabatt. Also checkt auf jeden Fall meinen Link in der Videobeschreibung aus oder durch den FlexiSpot E7. Eure Gesundheit wird es euch danken. Immer wieder wechseln zwischen Stehen und Sitzen. Danke FlexiSpot fürs Sponsern dieses Videos und dass ihr dieses Format hier, ich teste die teuersten Wish-Gimmicks, überhaupt möglich macht. Vielen, vielen, vielen Dank dafür und jetzt gucken wir mal, was FlexiSpot uns überhaupt finanziert hat.
zwei, drei. Mehr Pakete kam nicht an, denn sowohl der Artikel Blitzkarte in den Fotorahmen als auch der elektronische Jumbo Rising Card, auf den ich mich besonders gefreut habe, sind anscheinend gar nicht verfügbar. Da wurde ich von Wish angeflunkert. Aber dann fangen wir wenigstens erstmal bei dem kleinen Paket hier an. Oh, besser. Oh. Das ist jetzt hier dieser Flying Picture Trick. Krass, mehr bekommt man nicht. Einfach nur das hier. 140 Euro für diesen Briefumschlag. Auf Wish aus China. Da steht was auf Chinesisch, das verstehe ich nicht. Ich habe 140 Euro bezahlt für einen Briefumschlag. Und in diesem Briefumschlag ist einfach nur ein Bild. Hier fehlt die Kreuzdame. Hier ist eine Karte face down. Auf der Rückseite hiervon ist die Kreuzdame gedruckt und da ist auch wieder diese Blanko-Karte hier. Ist kein Tutorial, keine Erklärung. Ich weiß überhaupt nicht, was ich jetzt machen soll. Für dieses Blatt Papier habe ich 140 Euro bezahlt. Was? Das ist ja ein doch viel größerer Scam als alles, was ich bisher vorher hatte. Was zur Hölle? Das sind Video 1 und Video 2, die ich aus dieser Reihe gemacht habe, wo ich Billigzeug getestet habe. Wir sehen nichts dagegen. Ich guck mal mit Google Translate, was hier auf Chinesisch steht, bevor ich jetzt hier komplett ausraste. Sie können eine Bildkarte nehmen. Da ist ein Loch. Weiteres unerwartetes Match. Bitten Sie den Zuschauer, eine Karte auszuwählen und die Karte dann an einer anderen Stelle einzufügen. Das ist einfach nur der Anfang der Beschreibung. Verarscht mich. Verkauft wurde mir das von diesem Verkäufer hier, Sunshine 1983. Der hat dir ein riesiges Sortiment an geklauten Zaubertricks, die nicht ihm gehören. Er macht die einfach billig nach und verkauft sie günstiger. Ohne Tutorial, ohne alles. Ich habe hier 140 Euro bezahlt für ein Blatt Papier. 363 Bewertungen, 91% positiv, 4,2 Sterne. Das ist Betrug, Leute. Das hier ist Betrug. Ich habe 140 Euro für ein Stück Papier bezahlt. Es ist kein Tutorial da. Ich habe auch keins per E-Mail erhalten oder so, falls ihr das jetzt glaubt. In der Beschreibung steht, ich krieg ein Video-Tutorial. Ich habe jetzt aber keins bekommen. So, das melden wir jetzt. Entsprach nicht den Erwartungen. Artikel fehlen wesentliche Teile. Kein Video-Tutorial, was ich jetzt damit anfangen soll. Antwort in 2 bis 3 Tagen. Aua. Na, dann hoffe ich doch mal, dass sich jemand meldet, bis ich dieses Video hochladen muss. Also, das fängt heute echt ganz schlimm an. Als nächstes haben wir hier... Hier ist einmal die Split-Mat. Und ist das etwa ein Tutorial? Oh, nein, ist es nicht. Okay. Es sind GAF-Karten. Darf ich dieses Klebeband hier entfernen? Sieht ja sonst total hässlich aus. Ah, guck mal hier, der Klebstoff. Wisst ihr, was richtig kacke ist? Ich kann nicht den Link zu genau dem Artikel aufrufen. Weder in der Bestellbestätigung, noch in der Versand-E-Mail, noch in der Du hast es jetzt erhalten-E-Mail. Ich kann nicht von meiner E-Mail aus auf den Artikel zugreifen. So, das habe ich erstmal gemeldet jetzt. So, ewiges Hin und Her. Ich glaube, ich habe jetzt 10, 15 verschiedene Sachen probiert. Jetzt habe ich, glaube ich, eine Performance gefunden, die so für mich funktioniert. Es war sehr schwierig, ohne Tutorial darauf zu kommen, wie das Ganze funktioniert. Aber ich glaube, so ist es gedacht. Der Herzbube achtet ganz genau darauf, was mit ihm passiert. Das ist jetzt kein Kameraschnitt, kein Videoschnitt, sondern es ist so 100% in Camera. Gut aufgepasst, denn der Herzbube splittet sich auf in 4 Viertel. Diese 4 Viertel können wir jetzt allerdings mit dem Schnippen unseres Fingers... Ah, das hat, glaube ich, nicht ganz clean funktioniert. Vielleicht doch, ich bin mir nicht ganz sicher. Jetzt können wir den Buben nämlich wieder herstellen und sogar den Zuschauer zu untersuchen geben. Es ist ja mal so billig verarbeitet. Oh Mann, ey. Wie viel habe ich dafür bezahlt? 133 Euro für so einen Schrott. Und so soll es eigentlich aussehen. Ah, ja. Aha. Ja, als ob das so clean aussieht. Wahrscheinlich das Drecksding. Das ist so schlecht verarbeitet. Aber ich glaube, das ist das Original tatsächlich. Da kauft euch lieber das fette Board von Will Tsai. Das kostet dann 1000 Euro. Aber da könnt ihr die wunderschöne Rosenblätter-Routine mitmachen. Ihr seht hier jetzt, wie Mark Weide und ich die mal performt haben. Will Tsai ist damit bei America's Got Talent gewesen. Das ist schon echt krass und auf der Kamera wirklich, wirklich clean. Aber im echten Leben, wenn ihr das Ding jetzt sehen würdet, durch die Kamera erkennt ihr vielleicht ein bisschen was. Aber im echten Leben seht ihr hier alles. Schrott, Leute. Schrott, Schrott, Schrott. Scam? 140 Euro für ein Blatt Papier? 130 Euro für einen Haufen Schrott? Dann ist das hier unsere letzte Hoffnung. Oh, ein Tutorial. Wow. Oh mein Gott, guckt euch die Druckqualität von diesem Tutorial an. Ich wollte gerade sagen, Eis in den Chat. Lasst mal einen Daumen nach oben auf dieses Video da, wenn euch das an eure Schulzeit erinnert. Guck mal, erkennt ihr das Bild? Ja, ich auch. Und die Rückseite, da wo alles erklärt wird, ist noch blasser gedruckt. Man erkennt einfach gar nichts auf diesen Bildern. Nicht ein bisschen. Hätten die nicht ein paar Cent mehr bezahlen können für eine vernünftige Kopie im Copyshop? Mussten die das mit einem 1985er Billigdrucker machen? Tutorial ist einstudiert, ich habe alles vorbereitet. Meine Damen und Herren, ich präsentiere Ihnen den magischen Burger. Chicken, Teriyaki. Ich nehme normalen Hamburger.
köstlich, schmächtlich. Das ist von allem, was ich jetzt bestellt habe, der einzige Trick, der halbwegs funktioniert. Sonderlich toll verarbeitet ist das jetzt nicht. Ganz schön wackelig, aber ich glaube, das ist sehr nah am Original. Alles an Gimmicks und so weiter funktioniert genauso, wie es soll. Warum esse ich eigentlich weiter? Das ist das Einzige, was qualitativ gesehen von mir die Note top bekommt. Der Trick kostet normalerweise 139 Euro und da hast du dann ein gutes Tutorial dabei. Ich habe ihn auf Wish für 122 Euro bestellt, aber dadurch, dass ich diese mega hohen Versandkosten hatte, ist auch bei dem Gimmick meine Quintessenz für euch. Kauft euch lieber das etwas teurere Gimmick beim Original-Creator, dann habt ihr ein Tutorial dabei, ihr habt seine ganzen Grundgedanken dabei, ihr habt eine tolle Qualität, ihr habt keinen Schrott und ihr zahlt auch wesentlich weniger Versandkosten. Inklusive Versandkosten habe ich jetzt, wenn man nur das Ding, wenn ich nur das einzeln bestellt hätte, hätte ich mehr bezahlt, als wenn ich das Original gekauft hätte. Was zur Hölle? Und dann auch noch mit so einem billigen Tutorial. Also ganz ehrlich, Freunde, meine Quintessenz des heutigen Videos, das war eine reine Enttäuschung. Ich habe mehr Spaß gehabt und mehr sinnvolle Sachen gehabt beim Billigeinkauf der ersten zwei Videos, als jetzt beim teuren Einkauf für dieses Video. Und ich hätte gedacht, hier würden wir besseres Zeug kriegen. Also 140 Euro für ein Stück Papier, das war die allergrößte Enttäuschung. Wie immer ist das Fazit, Wish lohnt sich überhaupt nicht. Kauft lieber Originaltricks in Originalzaubershops. Danke an FlexiSpot fürs Sponsoren des heutigen Videos. Gönnt euch auch so einen wunderschönen Tisch. Guck mal, wie viel schöner dieser Tisch das heutige Video gemacht hat. Ich habe das Kabelmanagement jetzt noch nicht schön gemacht. Das könnt ihr natürlich alles sortieren. Kabelabdeckung und so ist alles mit dabei. Ich habe es jetzt nur provisorisch erstmal so aufgebaut. Checkt mal den Link in der Videobeschreibung. Und falls ihr mein letztes Wish-Video verpasst habt, schaut es euch hier auf jeden Fall an. Das war der reinste Schrott. Aber es waren noch zwei, drei gute Sachen dabei.